Jetzt sehe ich's erst. Unter Baum sind ja schon Geschenke. Das da erkenne ich. Das ist doch das Geschenkband aus der Geschenkemanufaktur der Elfen. Das hat sich bestimmt die Inga ausgedacht. Nee, das hab ich dir mitgebracht. Wow. Und bei dem daneben, da ist ja noch der Glitzer aus dem Weihnachtsdorf drauf. Oh. Das ist von mir. Für dich. Oh. Und auf meinem Geschenk kann man super schräge Töne machen. Du ahnst es schon, ne? Oh, da freue ich mich drauf. Da kann ich ja doppelt schräg tröten. Na, danke, Tobi. Ganz, ganz toll. Du weißt schon, dass Mezzo hier nicht alleine wohnt, oder? Mhm. Absolut, sehr gern, Malte. Mhm. Aber vor dem Auspacken singen wir jetzt erstmal. Was wollt ihr denn singen? Mhm. Ach, hier ist das Weihnachtsliederbuch. Such dir einfach was raus hier. Ah, mhm. Oh, hier vielleicht. Oh ja, machen wir doch einfach. Ja, genau. Malte, die Weihnachtsüberraschung ist dir echt gelungen. Danke. Freut mich. Du, so will ich jetzt immer Weihnachten feiern. Also, wir singen sie einfach alle, würde ich vorschlagen. Und wir fangen an mit... Ja, wir haben ganz tolle Aufnahmen mit Asja Fatejewa und dem Boulanger-Trio. Und dann auch noch mit der Kombination Felix Klieser und dem Zemlinski-Quartett. Das ist besonders interessant, weil... Malte, wir hatten gesagt, an Weihnachten ist Pause mit Infos. Entschuldigt ihn, er ist so ein kleiner Klassik-Freak. Der muss leider sehr oft erzählen, wenn er irgendwas weiß. Vor allem, wenn keiner gefragt hat. Entschuldigt bitte. Ja. Alles klar. Und Juri, sitzt die Stimme? Natürlich. Ich gebe euch den Ton an. Tobi, du singst aber auch mit, ne? Ich wollte eigentlich gerade sagen, dass die Kekse wirklich lecker sind. Vor allem Rika. Einfach kurz aufgekreifen. Na, dann esse ich auch ein. Also können wir jetzt bitte singen? Nein. Wir essen erstmal Kekse. Wir hören erstmal Musik an. So. Okay. Lecker. Überall tönet durch die Lüfte froher Schall.
Weihnachtston.